Herzlich willkommen beim nächsten Video der Flott Akademie. Heute zeige ich euch, wie man die richtige Drehzahl fürs Bohren ermittelt. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Warum benötigt man überhaupt verschiedenste Drehzahlen beim Bohren? Letztendlich kommt es da auf zwei Faktoren an. Einmal das Bohrwerkzeug, also der Bohrer, und auf den Werkstoff, aus dem unser Werkstück nachher besteht. Beim Bohrer ist es entscheidend, was für ein Typ eines Bohrers wir überhaupt haben, also welchen Anschliff, welchen Schneidstoff, also aus welchem Material ist dieser Bohrer hergestellt und zum Beispiel was für einen Durchmesser er hat. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den es zu beachten gilt. Wie gesagt, der zweite Punkt ist, aus welchem Werkstoff ist unser Werkstück überhaupt. Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob wir Stahl bohren oder Aluminium oder sogar Holz. Ne? Da haben wir ganz verschiedene Festigkeiten. Und daher müssen wir verschiedenste Schnittgeschwindigkeiten auswählen. Und anhand der Schnittgeschwindigkeit später können wir dann die passende Drehzahl ermitteln. Bevor wir jetzt die richtige Drehzahl ermitteln, möchte ich euch einfach mal zeigen, was passiert, wenn man mit der falschen Drehzahl bohrt. Wichtig ist hier auch zu sagen, auch wenn ihr die richtige Drehzahl später eingestellt habt, ihr müsst auch darauf achten, dass ihr den Handvorschub oder den automatischen Vorschub immer passend wählt. Gerade beim Handvorschub ist es schnell mal, dass man zu viel oder zu wenig Druck gibt. Bitte immer mit Gefühl arbeiten. Und es ist einfach wichtig, weil durch den Span, der ja durch den Vorschub letztendlich entsteht, auch Hitze abgeführt wird und dazu beiträgt, dass der Bohrer einfach eine längere Standzeit hat. Deswegen immer schön mit Gefühl arbeiten. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, was passiert, wenn man alles falsch einstellt. Ja, jetzt habt ihr einfach mal gesehen, was passiert, wenn man eine zu hohe Drehzahl einstellt und einen zu geringen Vorschub benutzt. Der Bohrer konnte die Hitze nicht abführen über den Span, weil wir einfach kaum zu einem Span gekommen sind, weil wir einen sehr langsamen Vorschub ausgewählt hatten. Und somit hat der Bohrer sich extrem erhitzt. Und der Bohrer war aus HSS, Hochleistungsschnellarbeitstahl. Und dieser Stahl verliert sehr schnell an Festigkeit bei Hitze. Und somit fing der Bohrer einfach an zu glühen. Wir hatten keine richtige Schneide mehr, weil die komplett ausgeglüht war. Und somit war es uns nicht möglich, die Bohrung herzustellen. Ja, nun kommen wir aber dazu, wie man die richtige Drehzahl ermittelt. Wie schon erwähnt, es kommt ja auf zwei Faktoren an. Wir müssen also die Schnittgeschwindigkeit passend zum Werkstoff und zum Bohrer auswählen. Das könnt ihr am besten und einfachsten über die Tabelle auf unserer Website machen. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Da könnt ihr also abhängig vom Bohrer und dem zu bohrenden Werkstoff auswählen, was für eine Schnittgeschwindigkeit ihr dann letztendlich braucht. Also es ist total einfach auszulesen. Kann ich euch nur ans Herz legen, da einfach mal vorbeizuschauen. Und ihr wählt dann, wie gesagt, die passende Schnittgeschwindigkeit aus. Und diese Schnittgeschwindigkeit müsst ihr dann in eine Formel einsetzen. Die Formel lautet Vc mal 1000. Vc ist hier die Schnittgeschwindigkeit, die ihr auswählt, geteilt durch Pi mal D. D ist der Durchmesser des Bohrers. Und somit ermittelt ihr dann die richtige Drehzahl. Aber aufpassen, die Drehzahl ist dann wirklich für den optimalen Bohrfall. Das heißt, im optimalen Bohrfall zum Beispiel habt ihr wirklich einen neuwertigen Bohrer, der noch richtig scharf ist. Und ihr kühlt zum Beispiel euer Bohrwerkzeug. Und falls ihr das nicht macht, also ihr kühlt zum Beispiel nicht den Bohrer oder der Bohrer ist einfach schon ein bisschen abgenutzt, dann solltet ihr auf jeden Fall von der Drehzahl runtergehen. Ich würde empfehlen, wirklich 25% mindestens dann runterzugehen, damit der Bohrer einfach nicht ausglüht. Habt ihr gesehen zum Beispiel. Und dass einfach die Bohrung noch anfertigen könnt und die Standzeit einfach noch verhältnismäßig lang ist. Ja, um euch das einfach mal ein bisschen verständlicher zu machen und dass ihr das auch wirklich nachvollziehen könnt, rechnen wir mal eben einen Fall durch. Wir nehmen jetzt an, wir haben einen HSS-Spiralbohrer Typ N, Durchmesser 5 mm. Und wir möchten in eine Stahlplatte eine Bohrung einbringen. Das ist ein Baustahl S235. Dieser Baustahl besitzt eine Festigkeit unter 500 Newton pro Quadratmillimeter. Und somit können wir dann in unsere Tabelle schauen. Wir wählen hier dann eine Schnittgeschwindigkeit von 30 Metern pro Minute aus. Und diese 30 Meter pro Minute setzen wir dann in unsere Formel ein. Also Vc mal 1000 geteilt durch Pi mal D. Vc sind hier die 30 Meter pro Minute.
und D sind die 5 mm. Und das Ergebnis ist dann anschließend 1909 Umdrehungen pro Minute, also gerundet 1900 Umdrehungen pro Minute. Ich hoffe, ja, mit diesem Beispiel könnt ihr das ein bisschen besser nachvollziehen und ja, ihr kommt selber auf eure richtigen Ergebnisse. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich auch immer gerne bei uns melden. Ja, das soll es auch schon gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet durch dieses Video was lernen und euch passieren die Fehler, die wir hier vorgeführt haben, zukünftig nicht. Ja, falls euch das Video gefallen hat, drückt gerne unten auf Gefällt mir. Und falls ihr die zukünftigen Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Also, bis zum nächsten Video, euer Felix.